Juliane, das ist ja hier ein faszinierender Drehort. Warst du jemals in deiner Karriere schon mal an so einem Ort? Nein, noch nie. Ist das Doch, inspirierend? das heißt doch, bei Pünktchen und Anton war ich in Namibia. Da haben wir einen Tag in Namibia gedreht. Das war auch sehr beeindruckend. Jetzt bist du ja schon 3 Ja. Wochen hier. Ist das eigentlich so ein inspirierender Ort für eine Schauspielerin? Ja, also das ist wirklich unglaublich. Das ist, vor allen Dingen, weil es ein Unterschied ist zu einem richtigen Nationalpark, ne? Also wir waren am Wochenende mal in so einem richtigen Nationalpark. Und das hier ist wirklich anders. Es ist so wild. Es ist richtig Wildnis, also mitten im Busch. Und genauso hat die Jettel, glaube ich, auch empfunden, als sie zum ersten Mal in diese Gegend kam. Und das ist schon toll für mich als Schauspielerin, dass ich sozusagen dasselbe sozusagen erlebe wie die Jettel, natürlich mit einem anderen Hintergrund, aber dieser erste Moment, wo man hierher fährt und sich denkt, oh Gott, also das ging mir auch so, als ich hier zum ersten Mal reinfuhr. Da dachte ich, oh Gott, das ist ja total karg. Und oh, ist Lunchbreak. Dann machen wir das ruhig noch fertig. Das dauert ja nicht lang, Das oder? dauert nicht lang. Das ist nur schade, weil es jetzt so läuft. Please, quiet, please, because we're doing an interview. Ja, die Jettel ist ja so eine ganz zwiespältige Figur. Im Grunde ist das ja so, als ich das Buch gelesen habe, so ein leichtfertiger Mensch zu Beginn, nicht? Die hatte auch, wenn da die Zeiten für sie und ihre Familie härter geworden ist, denkst du, nicht so viel reflektiert. Und empfindet ja eigentlich praktisch diese Emigration erstmal als furchtbar, als Verlust von jeglicher Form von Ja, Lebensqualität, oder? ja. Also man muss es einfach so sehen, dass sie einer von vielen Juden waren, die das einfach nicht geglaubt haben. Ja. Ich glaube, also als ich so recherchiert habe für die Rolle, habe ich festgestellt, dass es wahnsinnig viele Menschen gab, die es einfach nicht geglaubt haben. Die haben das gehört, ja, dass da irgendwie Juden verfolgt wurden oder dass ihnen die Arbeit verboten wurde und so. Und sie haben immer das total verdrängt. Sie haben immer gesagt, das kann nicht sein, das stimmt nicht. Das ist ein Witz, das ist Propaganda, das ist irgendwas, ja. Und so war die Jettel ganz extrem. Die wollte das einfach nicht glauben. Und sie war eben auch verwöhnt und alles. Es kommt noch hinzu. Und so mit dem ist sie halt hierher gekommen. Und das Tolle an der Figur ist halt, dass sie sich sehr entwickelt im Laufe des Films. Laut. Please. Was ist denn für das geht nicht jetzt. Ist das jetzt so ein Afrika-Abenteuer-Romanzenfilm, so wie Out of Africa? Eigentlich nicht, ne? Nein. Sondern Afrika ist eigentlich nur ein Hintergrund, in dem sich ganz viel Deutsches ja oder auch jüdisch-Deutsches spielt. Ja, Ne? also es geht vor allem um diese Beziehung. Also nicht nur vor allem, aber es geht auch sehr stark um diese Beziehung zwischen den zwei Menschen, die sich eigentlich sehr lieben, aber die ganz viele Schwierigkeiten haben, zusammenzukommen und immer wieder eigentlich auseinander sich leben. Und also eine ganze Zeit lang in dem Film leben die ja vollkommen nebeneinander her. Und das ist eins der beeindruckenden Sachen, finde ich, an dem Drehbuch, dass die, wie so eine Beziehung, wie kompliziert das ist, ja, wie die sich eigentlich lieben und die wollen zusammen sein, aber sie schaffen das nicht. Ja. Immer wieder kommt ein Punkt, wo sie sich total völlig nicht einig sind und streiten und furchtbar. Also, und dann wiederum können sie aber sagen, ja, es ist aber, wir sind füreinander und wir wollen zusammenbleiben. Und also dieses ständige Auf und Ab in der Beziehung, das ist ein ganz großer Teil der Geschichte. Und für mich ist auf keinen Fall Out of Africa mäßig oder so. Also so sehe ich es überhaupt nicht. Und dann kommt natürlich noch hinzu die ganze jüdische Frage. Ne? Das ist halt eben Flüchtlinge sind und Fremde in der Fremde, die sich dort nicht zu Hause fühlen, beziehungsweise irgendwann fühlt Jettel sich ja sehr zu Hause da. Also die zwei Sachen sind für mich eigentlich eher die Hauptthemen. Das ist ja ein autobiografischer Roman. Beschrieben, im Grunde beschreibt Stefanie Zweig über weite Strecken ja ihre eigene Kindheit. Und es ist ja auch, sind auch zwei ganz unterschiedliche Frauenporträts, nämlich das ist Regina, die irgendwie einen Zugang zu diesem Land findet, und du, der du eher deine Schwierigkeiten auch damit Ja. hast, ne? Das Europäische nicht ablegen kannst, oder? Ja, erstmal nicht jedenfalls, ne? Ja. Also, wie gesagt, das Interessante für mich ist eigentlich eher der zweite Teil der Figur Jettel, wo sie dann wirklich eigentlich als einzige von den beiden, also von dem Ehepaar, es schafft, sich mit dieser Mentalität, mit dem Land und mit der Atmosphäre wirklich zu versöhnen. Im Gegensatz zu Walter, der das nämlich nicht schafft.
Und Jettel wohnt ja dann über 4 Jahre alleine auf der Farm, während er beim Militär ist. Und in der Zeit macht sie eine irrsinnige Entwicklung durch. Und steht wirklich mit beiden Füßen plötzlich auf der Erde und managt die ganze Farm total alleine. Und das finde ich, so toll. Also das war auch der Anreiz für mich, dass ich gesagt habe, die Rolle will ich unbedingt spielen. Ist denn das eigentlich ein Frauenfilm? Wenn man das hört, man ja so ein bisschen raus. Ne? Eindeutig. schon irgendwo, ja. Also für mich schon. Für mich schon. Natürlich ist der Walter eine ganz wichtige Figur. Und, aber ich finde es schon, weil es auch im Gegensatz zum Roman ist, nämlich das Drehbuch, was ja Caroline Link geschrieben hat, ein bisschen anders. Die hat die Jettel ganz anders beschrieben als im Roman. Die Stefanie Zweig beschreibt ihre Mutter eigentlich die ganze Zeit als dieses verwöhnte kleine jüdische Prinzesschen, was eigentlich nicht richtig schafft, in Afrika so Fuß zu fassen. Und die Caroline Link hat die Figur wirklich verändert, die Figur der Jettel. Deswegen würde ich sagen, es ist ein Frauenfilm, weil es eine Frau geschrieben hat und sie hat einer Frau, also der Jettel, die Möglichkeit gegeben, sich wirklich zu entwickeln und sich selbstständig zu werden und stark. Und nicht eben dieses verwöhnte Prinzesschen zu bleiben. Das ist ein ganz interessanter Aspekt. Kommen wir doch mal auf Caroline. Das ist ja nicht deine erste Zusammenarbeit mit Caroline. Caroline Link ist ja schon eine besondere Regisseurin. Das seit Jenseits der Stille ist ein überragender Erfolg, aber auch München Anton ist ja jemand, der Anspruch und Unterhaltung eigentlich so ganz gut zusammenbringt. Was gefällt dir an Caroline Link? Ja, ich finde sie ganz große Klasse. Ich finde sie wirklich, ich liebe solche Frauen. Sie hat ganz starke, ganz präzise Vorstellungen, und aber gleichzeitig auch so ein Gefühl. Ja? Also sie hat gleichzeitig so ein ganz starkes Gefühl, so eine Intuition, ne, von den Sachen, und das kann sie so genau ausdrücken, auf den Punkt. Das finde ich wunderbar, das ist so schön. Und ich kann sie auch so gut verstehen. Also wenn sie sagt was, dann formuliert sie was, dann hat sie dabei einen Blick und das sehe ich und ich kann das dann umsetzen. Also ich habe einen sehr guten Draht zu ihr. Das gefällt mir gut. Und gilt sie ja immer so als Kind. Ja, wir müssen es nochmal fragen, weil das war jetzt zu laut. Nochmal das wiederholen? Ich frage dich einfach nochmal. Oh je. Caroline Link ist ja eine besondere Regisseurin. Das ist ja jemand, der, was man so sagt, selten gelingt, so Anspruch und Unterhaltung ganz gut zusammenbringt. Ja. Caroline Link, was bedeutet, wie findest du die Zusammenarbeit, die wir zum zweiten Film schon? Ja, ich finde sie einfach eine ganz tolle Regisseurin, weil sie sehr, sehr präzise ist, sehr klar und sehr schnell denkt und gut formulieren kann und gleichzeitig aber auch das Gefühl und die Intuition hat von Sachen. Und das kann sie meiner Meinung nach einfach sehr gut ausdrücken. Kurz, schnell und präzise auf den Punkt. Und ich verstehe sie sehr gut. Ich kann damit was anfangen, mit ihrer Art zu inszenieren. Und das gefällt mir einfach. Und ihre Filme finde ich großartig. Die Mischung einfach zwischen großem Kino und viel Gefühl und aber auch nicht irgendwie Kitsch. Das hat sie ja überhaupt nicht, finde ich. Das gefällt mir. Ja, sie schafft es immer so, ihre Themen auch zu überhöhen, nicht? Das finde ich auch immer erstaunlich, ne? Kommen wir nochmal auf, sie gilt ja in Deutschland immer so als Kinderregisseurin, und hier ist ja auch wieder die Lea Kurka und die Regina hat ja eine wichtige Rolle hier. Wie ist die Zusammenarbeit mit Kindern? Wie siehst du, Avi, wie Caroline Link die Kinder so führt, und wie ist das für dich, auch mit so einem Kind zu arbeiten? Also wie Caroline die Kinder führt, finde ich sehr interessant. Ich beobachte das immer, weil sie das wirklich anders macht als bei uns Profischauspielern. Ja? Sie macht viel kürzere Sequenzen, dreht sie mit den Kindern, und sie ist wahnsinnig geduldig und sie spricht mit ihnen, während sie dreht. Das muss man dann halt nachher nachsprechen und so. Das finde ich toll, weil sie hat den kleinen Monitor und dann hat sie da das Kind und dann sagt sie dem Kind immer ganz genau, was es machen soll. Und sie macht das so liebevoll. Das ist wirklich sehr süß, das zu beobachten. Ich glaube, sie macht das toll. Also sie holt jedenfalls tolle Sachen aus den Kindern raus. Für mich ist es witzig, weil, weil das, die Kinder sind zum Teil wirklich klasse, sind richtig gut. Und dann guckt man so dahin, die sind so natürlich. Dann denkt man sich, verdammt, warum habe ich eigentlich 4 Jahre eine Ausbildung gemacht? Ja. Die können das halt einfach so, ne? Und
Naja, das ist wirklich erstaunlich. Also gut, die können vielleicht nicht so oft das wiederholen oder sind halt auch dann irgendwann mal fertig, ne? Wenn man das zum 100. Mal wieder machen muss, haben sie keinen Bock. Aber so dieses erste, den ersten, zweiten Take macht es toll, die Lea. Ist ganz klasse, wie sie das macht. Kommen wir mal auf die, den Walter und den Darsteller. Es ist ja jemand, den man noch nicht so kennt. Mirab Nenice. Ist ja jemand, der auch eine Theatererfahrung hat. Ja. Ist das eigentlich sehr angenehm? Du bist ja auch jemand, der lange am Theater. Ja. Ja, ich finde ihn, ich finde es schon angenehm, weil man hat so ein, man ist auf dem gleichen Level. So, man hat so den Hintergrund vom Theater, man kann sich darüber auch unterhalten und verständigen. Es ist schon für mich leichter mit Theaterschauspielern. Ich weiß auch nicht warum. Aber irgendwie hat man so, man hat eine Verbindung, die man sonst vielleicht nicht so hat. Und ich finde ihn klasse, weil für mich ist er genau der Walter. Also er ist für mich auf dem Punkt der Walter. So wie ich mir den Walter vorstelle. Wie stellst du ihn denn vor? Naja, ja, dieses etwas Ernste und manchmal dieses Melancholische und dann so unberechenbar oder ein bisschen Selbstmitleid, so, ne? Also wie der Walter auch manchmal so im Selbstmitleid schwelgt und dann wieder total aufbrausend ist und aggressiv oder also und dann der ganz klug, ne? Und wirklich plötzlich sagt er Sätze, die sind so auf den Punkt und die stimmen so, so unglaublich. Und für mich ist der Mirab genau das. Ich weiß nicht, ich kenne ihn privat gar nicht so, aber so wie er jetzt hier spielt und wie er sich, wie er ist am Set, so ist das für mich, ist das der Walter. Ich habe noch zwei Fragen. Und zwar kommen wir nochmal hier auf diese Extrembedingungen. Du wohnst zwar nicht im Zelt, aber die Mehrzahl der Crew lebt im Zelt. Wir sind hier, wie weit sind wir eigentlich, wo sind wir überhaupt hier? Wir sind mitten im Busch. Wir sind, ich glaube, wir sind 80 Kilometer nördlich von Nairobi, aber wir sind mitten im Busch. Und hier gibt es Schlangen und wilde Tiere. Also jeden Tag sehe ich Giraffen, die über den Weg laufen. Ja, da muss man mit dem Auto anhalten. Da kommen erstmal 2-3 Giraffen. Das ist, also es ist so unglaublich. Und vor meinem, also ich wohne ja zum Glück im Haus, aber nicht immer. Ich muss auch im Zelt wohnen irgendwann mal. Aber von meinem Haus, also von meinem Bett aus, sehe ich vor mir den Mount Kenya. Ich muss morgens ja sehr früh aufstehen. Und dann geht die Sonne auf und dann steht da der Mount Kenya vor meinem Fenster. Das ist so, so ungeheuerlich, diese Natur hier. Das entschädigt für, also für Heimweh und für vieles eigentlich. Ne? Jetzt ist ja praktisch der Aufwand, der logistische ist hier praktisch, sag ich mal, ein immenser. Nicht? Man, wir sind tausende von Kilometern von Deutschland entfernt, alles muss rangeschafft werden. Führt das eigentlich, ist das eher praktisch dieser authentische Background? Caroline hat ja, glaube ich, auch viel Wert gelegt, dass es sehr authentisch hier alles ist. Führt der eigentlich mehr zur Konzentration oder führt er mehr zur Ablenkung? Ist ja schwierig, auch praktisch hier so zur Arbeit zu finden, weil die Eindrücke ja so stark sind. Also wenn du sagst, wenn wir morgens da aus sind. Nee, also eher zur Konzentration, würde ich sagen, auf jeden Fall. Weil weil wir sind hier drin, also wir haben in den ersten Wochen so Safaris gemacht, haben wir uns alles angeguckt am Wochenende und jetzt ist so eine Stimmung eingetreten, dass man hier sich in diesem Busch befindet und einfach, also ich einfach das so nehme, wie es ist, ja, und dieser, wenn ich den Berg dann morgens sehe, dann denke ich, das ist genau die Situation auch von Jettel, also ich bin so froh, dass wir hier sind, das erleichtert mir das enorm, glaube ich. Stell mal vor, ich wäre im Studio und das wäre alles aufgebaut, ja. Bavaria-Studio. Also ich finde das ganz klasse. Also Caroline hat vollkommen recht, dass wir das hier machen. Und das Land Kenia, wie wirkt das auf dich, Afrika? Wir sind ja auch kurz, Carlos. Ja, das höre ich alles. Ist okay, ist auch die letzte. Es ist ja so, dass praktisch ja nicht hier nur deutsche Invasoren am Set sind, sondern auch viele vom Team hier aus Nairobi, von den Kenia Filmstudios kommen. Mhm. Wie empfindest du das, die Zusammenarbeit hier mit den Kenianern? Das ist schön. Also am Anfang waren wir alle so geteilt. Da saßen wir auch die Weißen an einem Tisch und die Schwarzen an einem Tisch beim Mittagessen und so. Ist ja klar, man kannte sich auch nicht, aber die sind so klasse, die Mitarbeiter hier. Und es macht uns Spaß. Also wir lernen von denen ein bisschen Kiswahili, dann sprechen wir mit denen Kiswahili und dann haben wir jetzt neulich so eine Schnapsklappe gehabt, so eine Party, dann haben wir alle zusammen getanzt und
die Kollegen haben uns, die afrikanischen Kollegen haben uns beigebracht, wie man tanzt, ja. Und es war einfach, es war richtig, funktioniert sehr gut in meinen Augen. Ich kriege natürlich nicht viel mit, weil ich als Schauspieler immer nicht so, also immer so ein bisschen natürlich am Rande bin, ne, was das Team anbelangt. Aber was ich so mitkriege, ist es sehr gut. Gib uns doch nur mal, um das auf dem Weg, das ist jetzt eher auch eine Frage für dieses Presskit nachher, so eine Idee, was es in der Story geht. Ganz kurz, ohne zu viel zu erzählen. Was ist die Geschichte von Nirgendwo in Afrika? Also es handelt von einer jüdischen Familie aus Breslau, die vor den Nazis fliehen müssen und die dann 1938 nach Kenia auswandern, weil es einfach schon zu spät ist, um irgendwo anders hin auszuwandern. Also anscheinend war es so, dass nur noch die in der, also 38, nur noch nach Kenia die Türen offen waren. Der Mann ist bereits schon dort und hat eine Farm bekommen, die er verwalten soll, ohne Geld zu verdienen. Die Frau kommt nach mit dem Kind und dann handelt die ganze Geschichte eigentlich davon, wie die sich dort in Kenia einleben, wie jeder Einzelne sich dort einlebt, wie schnell er sich einlebt, was für Probleme es gibt, während auch noch die Ehe nicht ganz einfach ist. So. Und dann nach 9 Jahren, nach Kriegsende, kehren sie dann zurück nach Deutschland. Was glaubst du, will denn Caroline? Will sie praktisch eine Liebesgeschichte erzählen oder ist das praktisch ein Emigrantenschicksal im afrikanischen Spiegel zu sehen? Glaubst du, geht es ihr so hauptsächlich drum? Ich würde sagen, es geht ihr auf keinen Fall um eines nur. Es geht ihr sicher um ganz viele Sachen. Es geht ihr darum zu erzählen, wie sich eine deutsche Familie in der Fremde fühlt, die vertrieben worden sind aus ihrer Heimat und sich vollkommen deutsch fühlen, ja. Und eigentlich glauben, wieso, wir sind Deutsche, wir sprechen Deutsch, wir haben die deutsche Kultur erlebt, die deutsche Sprache, warum müssen wir aus Deutschland weg? Und zweitens eine Liebesgeschichte, eine Ehegeschichte, die eben nicht einfach ist, wie sich diese Eheleute während dieser Zeit in der Fremde auch noch weiter entfremden voneinander und dann doch wieder zueinander kommen. Und eine Kindergeschichte, also wie ein Kind sich in der Fremde mit 5 Jahren so einleben kann in so einem völlig fremden Land. Ja. Also es sind sehr viele Aspekte. Jetzt habe ich noch eine schwierige Frage, bevor du verbrennst, weil die sich für mich aufdrängt. Und zwar, jetzt können wir sagen, okay, das ist jetzt so ein Period Piece und ein romantischer Film, der oder an einen exotischen Ort entführt, aber spiegelt sich in dieser Geschichte viel, viel auch Aktuelles. War das, was hast du denn für dich gefunden? Man liest ja ein Buch, praktisch fasziniert einen ja dann auch nur, wenn es einem irgendwas auch fürs eigene Leben erzählt, finde ich immer. Ja, also ich finde die Nazi-Geschichte ist natürlich klar, das ist einfach historisch und für mich ist es wichtig, sowas immer wieder zu zeigen. Also das muss man einfach immer wieder machen. Und aktuell ist für mich die Ehegeschichte. Also ich finde das einfach, es gibt so viele Filme über Beziehungen und über Ehe und man kann da, also man, es gibt so viele Facetten, ja, wie eine Beziehung sein kann, was für Höhen, was für Tiefen, wie der eine, wie der andere ist. Ich persönlich einfach sehr interessant. Ich könnte mir immer solche Filme angucken, ständig, weil ich das einfach, das sind Menschen, die ganz, ganz genau beobachtet worden sind von dem Drehbuchautor und vom Regisseur. Und da gibt es so viele hunderte von tausenden von Facetten, die man da zeigen kann. Und das ist schon sehr interessant, finde ich. Was mich so wundert, ist noch eine allerletzte Frage. Du bist ja seit Armee und Jaguar bist du ja praktisch wirklich sehr bekannt und populär in Deutschland. Dass du oft so, ja, ich dehne die Fragen ein bisschen besser, wegen des Windes. So auf so altmodische Typen irgendwie festgelegt, also so Frauen so aus den 30er Jahren. Wundert dich das manchmal auch so oder hast du dir schon mal so Gedanken zugemacht? Ja, also ich finde es ist jetzt wirklich, das ist jetzt eigentlich das zweite Mal, ne? Und ich habe, es stimmt schon, dass ich glaube ich auf diese Typen so, also das kann schon sein, dass ich da so in so eine Art Schublade schon gesteckt werde. Es stört mich nicht so sehr, weil ich es einfach selber so wahnsinnig interessant finde, das Thema. Also ich könnte noch 5 oder 10 Filme darüber machen. Nee, ich meine jetzt nicht als Schublade, aber vielleicht ist das so, ja, wenn ich dich so sehe, ich glaube, wenn ich jetzt praktisch so angezogen würde als in 40er Jahre Sachen, würde es trotzdem noch nicht so wirken. Das kann sein, aber weißt du, ich habe
Ich habe jetzt einen Film gedreht in Polen, der heißt Weiser Dawidek, der lief auf der Berlinale vor ein paar Tagen. Und da spiele ich eine moderne Frau. Und den habe ich neulich gesehen, da war ich in der Premiere in Warschau. Und da war ich echt erleichtert, weil ich dachte, ach wunderbar, das kann ich auch. Ja, also, es ist nicht zwingend, dass ich jetzt diese Frauen in der Zeit spiele. Gut, ich habe vielleicht so ein Gesicht oder so, aber das weiß ich nicht. Das ist mir auch eigentlich egal. Ich hoffe nur natürlich, dass ich eben nicht in eine Schublade auf ewig gesteckt werde, das ist klar. Okay, vielen Dank.